Wir bitten um einen guten Geist. Komm, Heiliger Geist, erfülle uns mit Feuer. Des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe, damit wir gestärkt in eine gemeinsame Zukunft gehen. In uns muss brennen, was wir in anderen entzünden wollen. Ich bin bei der Jugendfeuerwehr, weil es mir Spaß macht. Ich bin bei der Jugendfeuerwehr, weil man hier was lernen kann. Ich bin in der Jugendfeuerwehr wegen dem Zusammenhalt. Ich bin bei der Feuerwehr, um Menschen in Not Leben zu retten. Ich bin Feuer und Flamme für die Feuerwehr, weil ich ein Stück zur Sicherheit der Stadt Niedenstein beitragen möchte. Ich engagiere mich in der Feuerwehr und in der Jugendfeuerwehr, um den Kindern den Teamgeist beizubringen und sie für die Einsatzabteilung vorzubereiten. Ich bin Feuer und Flamme für die Feuerwehr, weil es total viel Spaß macht, auf Grund- und Truppführerlehrgängen unseren Nachwuchs auszubilden, denn die sind die Zukunft der Feuerwehr. Als Feuerwehr geben wir das Feuer der Begeisterung weiter, von der einen Generation in die nächste. Lang waren die Feuerwehren in Niedenstein und Wichdorf getrennt voneinander. Es gab jeweils eine eigene Jugendfeuerwehr, eine Einsatzabteilung und eine Alters- und Ehrenabteilung. Wir haben getrennt voneinander in den Feuerwehrhäusern in der Raiffeisenstraße und am Zellmer uns getroffen, sogar an unterschiedlichen Tagen. Jetzt werden beide Häuser leergeräumt, an denen viele Erinnerungen hängen. Stunde und Stunde haben Männer, Frauen und Kinder hier verbracht, um gemeinsam für den Brandschutz zu üben, Feste zu feiern und das Leben zu teilen. In Niedenstein haben wir die Europa- und Weltmeisterschaften zusammengeschaut und in Wichdorf gab es das legendäre Sommerfest. Und doch ziehen wir heute gerne aus. Endlich! Lange haben wir auf diesen Moment gewartet. Heute feiern wir mit dem neuen Haus den neuen gemeinsamen Weg. Nach Jahren der Annäherung, dem Ringen um gemeinsame Strukturen und den zahlreichen Gesprächen aller Beteiligten ist die gemeinsame Feuerwehr Niedenstein plus Wichdorf entstanden. Sie zieht in das neue Haus am zentralsten Ort im Stadtgebiet, offen für die, die noch dazukommen wollen. Das neue Haus wird für die kommenden Generationen ein wichtiger Ort sein. Da sind wir uns sicher, darauf hoffen wir. Doch weite Kreise.
Guter Gott, du kennst die Fähigkeiten und die Bereitschaft der ehrenamtlichen Einsatzkräfte, die sich immer wieder neu entflammen und begeistern lassen für ihren Dienst. Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr. Wir bitten dich, schenk uns die Fähigkeiten, deine Funken aufzunehmen und zu einem lodernden Feuer der Begeisterung werden zu lassen. Entzünde in uns das Feuer der Liebe zu dir, zu unseren Mitmenschen und zu unserer Welt. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Viele kennen die Geschichte vom Auszug aus Ägypten. Das Volk Israel macht sich auf den Weg, angeführt von Mose, Aaron und Miriam. Ein Dreigestirn, das die große Bewegung leitet. Doch bevor Mose diese Aufgabe übernehmen kann, hat er Zweifel. Ist er überhaupt der Richtige, dieses große Projekt zu Beginn und zu Ende zu führen? Mose war in die Wüste geflüchtet. Irgendetwas führt ihn an diesen Ort. Und er erkennt Gott im brennenden Dornbusch. Mose weidete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters, Jitro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er das Vieh über die Steppe hinaus und kam zum Gottesberg Horeb. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch emporschlug. Er schaute hin, da brannte der Dornbusch und verbrannte doch nicht. Mose sagte: Ich will dorthin gehen und mir die außergewöhnliche Erscheinung ansehen. Warum verbrennt denn der Dornbusch nicht? Als der Herr sah, dass Mose näher kam, um sich das anzusehen, rief Gott ihm aus dem Dornbusch zu: Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin ich. Der Herr sagte: Komm nicht näher heran, leg deine Schuhe ab, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Dann fuhr er fort: Ich bin der Gott deiner Väter. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und Gott sprach zu Mose: Ich bin der, ich bin da. Und er fuhr fort: So sollst du zu den Israeliten sagen: Der Ich bin da hat mich zu euch gesandt. Amen. Wie macht man eigentlich am besten Feuer? Ich meine, so im Kamin oder draußen in der Feuerschale. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Methoden. Manche stapeln drei große Klötze übereinander, damit Luft durchkommt. Andere nehmen Kleinholz und stapeln es zu einem Kegel. Und wieder andere nehmen richtig kräftig Anzünder, damit es angeht. Manche auch Spiritus. Das gibt eine richtig große Stichflamme, aber ist nicht wirklich zu empfehlen. Ich mache gerne Feuer und dachte, ich frage mal die Feuerwehr, die kennt sich doch damit aus. Schließlich machen die doch immer dieses große Osterfeuer. Außer im letzten Jahr, da fiel es ja aus. Aber auch mit aus kennt sich die Feuerwehr aus, denn am liebsten machen sie das Feuer ja aus. Vielleicht haben sie gute Ideen, egal, zum Feuer anmachen oder ausmachen. Denn der Funke muss ja überspringen und er darf nicht so schnell ausgelöscht werden in der Feuerwehr. Jedenfalls nicht der Funke, der weitergeht, der Funke in dem brennenden Haus schon. Und irgendwie geht es mir dabei wie beim Glauben. Wenn ich jemandem etwas erzähle von meinem Glauben, dann braucht es diesen Funken, der überspringt. Wenn die andere Person nichts davon wissen will, von meiner Begeisterung, von dem, wofür ich brenne, dann wird sie sich nicht entzünden lassen. Vielleicht ist gerade deshalb Gott in der Bibel oft als Feuer und Flamme da, wie bei Mose. Ihm erscheint Gott zum ersten Mal im brennenden Dornbusch. Gerade noch hat er das Vieh gehütet, die Schafe und Ziegen, die ihm nicht mal selbst gehören, und plötzlich ist Gott da. Doch als Mose sich diesen brennenden Dornbusch mal genauer anschaut, merkt er, der steht zwar in Flammen, aber er verbrennt nicht. Er braucht keine Eimer zu holen, um ihn zu löschen. Das macht Mose neugierig. So schlägt der Funke über. Mose lässt sich faszinieren. Er geht an diesen Busch ran
um ihn ganz genau anzuschauen. Und plötzlich hört er die Stimme: Mose, komm nicht näher, hier ist heiliger Boden. Zieh deine Schuhe aus, hier begegnet dir Gott, der schon immer da war, der auch bei deinen Vorfahren da war und der dich sieht und das, was dich bedrückt. Mose ist verwirrt. Wie soll das gehen? Ein sprechender Dornbusch? Fast ein bisschen komisch. Doch es ist kein Traum. Gott spricht ihm Kraft zu für die große Aufgabe, die vor ihm liegt. Gott wird bei ihm sein, wie er immer da war. Und damit trifft er Mose ins Herz. Nicht mit Argumenten, sondern weil Gott selbst Feuer und Flamme ist und Mose begeistert für eine Idee. Das Volk Israel aus der Sklaverei befreien. Der große Umzug. Mose findet Kraft in dieser Begegnung und er zieht aus mit dem ganzen Volk. Kein leichtes Projekt. Ein Umzug mit vielen Anfangsschwierigkeiten. Zusammen mit seinem Bruder Aaron und mit seiner Schwester Miriam bildet er wie ein Dreiergestirn. Sie führen die Masse an. So ein wenig wie heute bei der Wehrführung, ein gutes Zusammen und Miteinander von Männern und Frauen, von Kindern und Jugendlichen. Sie alle haben ein motivierendes Ziel vor Augen, das gelobte Land, die verheißene Zukunft. So war es auch in Niedenstein und Wichtorf, als vor vielen Jahren die Idee geboren wurde, ein gemeinsames Feuerwehrhaus, das wär's. Eine gemeinsame Feuerwehr für die vielen Orte. Der Weg dahin war schwer, mancher Umweg musste gegangen werden. Manches Murren gab es auch zwischendurch, wie beim Volk Israel und Menschen, die lieber gern einen anderen Weg gegangen wären. Das alles gehört zu einem großen Umzug dazu. Doch bei allem ist Gott da, in den Krisen, wo ich auch als Notfallseelsorger in den letzten Jahren mit der Feuerwehr zusammengearbeitet habe. Da sind wir gleichermaßen herausgefordert. Aber wir dürfen uns auch gleichermaßen getragen wissen durch Gott, der da ist und der da war und der da sein wird. Als die Flamme, die uns wärmt, die Flamme der Liebe, die Gott uns gibt, ihm zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr. Die Geschichte vom brennenden Dornbusch zeigt mir, Gott gibt alles, um uns anzufeuern, um uns zu zeigen, dass wir ihm vertrauen können. Er entzündet in uns das Feuer der Begeisterung füreinander und für eine Sache, sodass der Funke überspringen kann, dass das Feuer hell in uns brennt. Ich bin da, ich werde da sein. Gott lässt dich nicht allein und sein Feuer verglüht niemals. Amen. Einer hat uns angesteckt mit der Flamme der Liebe. Einer hat uns aufgeweckt und das Feuer brennt hell. Einer hat uns angesteckt mit der Flamme der Liebe. Einer hat uns aufgeweckt und das Feuer brennt hell. Wer sich selbst verliert, wird das Leben finden. Wer die Freiheit spürt, kann sich selber binden. Einer hat uns angesteckt mit der Flamme der Liebe. Einer hat uns aufgeweckt und das Feuer brennt hell. Einer hat uns angesteckt mit der Flamme der Liebe. Einer hat uns aufgeweckt und das Feuer brennt hell. Wer die Armut kennt, wird im Reichtum leben.
Unser Gott, wir danken dir, dass der Bau des neuen Feuerwehrhauses unter deinem Schutz vollendet wurde. So viele Hände haben daran mitgearbeitet, nicht nur im letzten Jahr, sondern in den vergangenen 10 Jahren, seitdem die ersten Ideen für das neue Haus entstanden. Wir bitten dich, segne die ehrenamtliche Arbeit, die hier zukünftig getan wird. Segne Männer, Frauen und Jugendliche, die sich hier für den Brandschutz und die Katastrophenhilfe vorbereiten. Du hast uns Menschen mit Technik gesegnet, die uns dient. So danken wir dir für das gut ausgestattete Feuerwehrhaus, das klimaschonend gebaut ist, und für die Einsatzfahrzeuge, die hier ihren neuen Standort haben. Lass sie im Notfall rechtzeitig zur Hilfe kommen und behütet wieder an diesen Ort zurückkehren. Wir bitten dich, lass von diesem Ort die Botschaft der Liebe zum Nächsten ausgehen. Amen. Gott segne dieses Haus und alle, die da gehen, ein und aus. Wir bitten für unsere neuen und alten Mitglieder der Feuerwehr in Niedenstein und Wichdorf, lass sie immer Feuer und Flamme für dich sein und sei ihnen auch in schwierigen Zeiten Funke der Hoffnung. Wir bitten für alle, die in Not geraten sind und deren Funke für die Lebensfreude zu erlöschen droht. Schenke ihnen die Kraft, dass das Feuer in ihnen weiter entfacht. Wir bitten für alle Heimatsuchenden und Obdachlosen in dieser Zeit. Sei für sie der Zündstoff, dass ihr Hoffnungsfunken nicht erlischt. Wir bitten darum, dass wir das Feuer der Begeisterung weitergeben können. Stecke alle Menschen mit dieser Freude an. Herr, voll Vertrauen haben wir unsere Bitten an dich herangetragen. Sei du jederzeit unser Licht, für das wir Feuer und Flamme sein können. Darum bitten wir dich, Christus, unseren Herrn. Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht in diesen Sonntag unter Gottes Segen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Gott segne dich. Und dich. Gott segne dich. Und dich. Und dich. Gott segne dich. Und dich. Und dich. Gott segne dich. Und dich.